Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ich diesen leckeren Schoko-Mohn-Käsekuchen mit Kiwis gebacken habe. Viel Spaß mit dem Video! Zuerst mache ich einen Mürbeteig. Hierfür nehme ich weiche Butter, Zucker und Vanillezucker, eine Prise Salz und mix das erst einmal gut durch. Dann kommt ein Ei dazu und wird auch erstmal untergerührt. Dann wird Mehl, Kakaopulver und ein wenig Backpulver hineingesiebt. Dann wird alles zu einem festen Teig verrührt. Ich gebe diesen in eine Frischhaltefolie und für circa eine halbe Stunde in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit bereite ich die Mohnfüllung zu. Hierfür nehme ich gemahlenen Mohn, Grieß, Zucker und Abrieb einer Zitrone. Das Ganze wird mit Milch verrührt und aufgekocht. Von der Milch lasse ich ein klein wenig übrig und rühre da das Puddingpulver hinein. Wenn die Masse denn kocht, gebe ich das auch nochmal dazu und koche das circa noch eine Minute, bis sich eine richtig schöne dickflüssige Masse gebildet hat. Diese lasse ich dann abkühlen. Und nun kümmere ich mich um die Käsekuchenmasse. Hierfür nehme ich zwei Eier, trenne Eiweiß und Eigelb. Das Eiweiß wird dann zu einem festen Schnee aufgeschlagen. Zu den Eigelben gebe ich Zucker und Vanillezucker dazu, Zitronenabrieb, Quark, zerlassene Butter und etwas Milch. Das Ganze wird gut verrührt und anschließend gebe ich auch hier noch Puddingpulver dazu. Das wird auch noch gut eingerührt und dann kommt der Eischnee noch dazu und den rühre ich dann vorsichtig unter. So, nun kann auch der abgekühlte Teig in Form gebracht werden. Ich habe hier schon mir die Form auf einem Backpapier abgezeichnet, damit ich weiß, wie groß der Teig auszurollen ist. Und dann teile ich mir zwei Drittel ab und das größere Stück wird dann ausgerollt. Aus dem restlichen Teig forme ich jetzt noch den Rand des Kuchens. Ich teile mir den Teig immer in vier Portionen ein und rolle ihn länglich aus. So kann ich ihn besser dann in der Form positionieren. Und dann drücke ich den Teig mit den Fingern etwas flach und nehme auch eine Teigkarte, um den Teig ja richtig schön eben zu machen. Zuerst verteile ich die Mohnfüllung auf dem Teig. Und auf die Mohnschicht gieße ich die Käsekuchenmasse drauf, verteile das alles schön gleichmäßig und dann kann der Kuchen in den Backofen bei 180 Grad ca. 40 Minuten. Nach dem Backen sollte der Kuchen komplett auskühlen. Und dann können wir mit den Kiwis weitermachen. Die Kiwis habe ich geschält, schneide sie in ganz dünne Scheiben und verteile diese dann auf dem abgekühlten Kuchen. Auf die Kiwis gebe ich noch einen klaren Tortenguss drauf, so bleibt der Kuchen länger frisch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und Genießen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Tschüss!